Und hallo und herzlich willkommen zu Risen 3 Titan Lords mit mir, dem Yoshi. So, jetzt befinden wir uns kurz während vor dem Endkampf. Und ich werde das ein oder das öfters mal probieren. Wenn das nicht so ist, dann schaue ich die Aufnahme einfach weg. Oder auch nicht. Kommt ganz drauf an. Das der Hort des Bösen. 1000 Ruhm dazu. Den wir jetzt sowieso nicht mehr brauchen. Beim Endkampf. Oh, da ist der nicht der Lucius. Wer ist er nochmal? Necrolord. Necrolord. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Da gab's so drei Magier. Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Yo, yo. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Ja. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Mhm. Ich bin bereit für meine Manifestation. Nun denn? Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen. Mhm. Kleiner Mensch. Mhm. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Ja. Ihr kleinen Menschen. Auf jeden Fall. Nicht, was euch erwartet. Aha. Es wird eine Befreiung sein. Mhm. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk, mein Reich. Mhm. Kenn ich extra her. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Kleiner Wicht. Kleiner Wicht. Was Demut ist. Mhm. Nun denn, der leibhaftige Tod. Er schleudert uns erstmal weg. Hat er ja seinen Schergen beigebracht. Und jetzt der Kütter. Der liebe Junge, der Skeletto. Ein wenig Ähnlichkeit mit Lord Marv. Mit den Hörnern meine ich. Und ein bisschen von also jetzt holt uns wieder die Seele von uns raus. Nein, nicht schon. Ja, das hört sich wie ein blöd an, okay. Aber jetzt schon holt er die schon wieder raus. Was passiert jetzt? Also kämpfen wir jetzt als Seele. Okay, und er verknuspert da unseren Körper. Und wir müssen ihn da rein hindern, dass er den da aufzehrt. Das wird uns aber jetzt gleich nochmal erklärt, glaube ich. Denke ich doch mal. Also müsste. Weil bei dem anderen Bossen war das ja auch so.
falscher Knopf gedrückt. Tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder... Das gibt es doch nicht. Naja, zumindest wissen wir, dass er jetzt einen bestimmten, dass er... Achso, jetzt wird weitergemacht. Ja, wir können ja nicht weitermachen. Wir sind doch tot. Jo, passender Text, das Ende. Wie gesagt, wir werden das öfters mal... durchgehen. Ich würde mir ja wünschen, ich könnte dieses ganze Gelabere hier von der Geschichte einfach... Ach so, ja, jetzt kommt natürlich noch so ein Hundi dabei. Gehen wir mal gerade hier unter dem... Aber hier können wir uns...
entschuldige mich für diese super Grafik schon mal. Och, leck mir doch die Füße. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch noch genug Leben, weil die Drecksköter hier rumlaufen. Man kann das jetzt egal. Mir ist das jetzt egal. Ich mach das jetzt so lange, bis der Tee verreckt ist. Ja, bitte fortfahren. Ja, 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 ja. Ja. Gerade so ausgewichen. Schlösser knacken brauchen wir jetzt nicht.
apokalyptisch verschluckte Häuser, alter Fan. Ja, knabbert noch ein bisschen. Tag 60. So. Machen jetzt mal einen auf Heinrich Lau. Brauchen das. Naja, das brauchen wir ja nicht. Das. Zeigt die Position von Untoten an. Mhm. Hilft dir, Waffen zu finden. Ja, alles unnötige Scheiß. Besseres Ende. Ja, hoffen wir es doch mal. Deswegen maybe. Ja, ja. Ja, ja. Was hat die gesagt? Du. Schluss da. Spring doch, du Affe, sonst springst du doch immer. Thank you.
Spring doch, du Affenkind! Alter, spring doch da runter, Mensch! Ja, du stirbst, weil du tot bist. Also, als Geist kann man sterben. Ich flipp doch aus, ja. So. Nochmal. Jetzt ziehen wir direkt die Waffe. Damit die gleich auch ausgerüstet ist. Was? Ich schätze. Ja. Bla la 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 la. Immer noch. Es. Ja. Schluss da. Sonst konnte man sich immer durch die durch. Geh doch! Verschwind doch, du verreckst doch, du Vollidiot, der du bist.
Endlich ist er tot, die dreckige Nutte, die er ist. Der Krippel ist er. Na, verschwind. Aber schnell. So, schnell in deinen Körper zurück, Jung. Wie bei Ghost. Also nicht in den Körper, ist er ja nicht wieder zurück da bei Ghost, sondern bei der Whoopi Goldberg rein und dann weiß ich. Hast du ja schon gesehen, den Film. Jetzt hau ihm die Rebe ab. Schnell, Junge. Jetzt ist Schluss. Nikolot. Schädel ab, Junge. Alter, 36 Minuten haben wir den zu Tode gekloppt. Alter, ich werd nicht mehr. Ich hab mir ja gerade gedacht, wenn andere das öfter auch den Spielstand laden und dann immer machen und machen, dann kommen wir das dann einfach so lassen. Jetzt haben wir die Chef. Und dreimal von Hütze. Kölle, Alaf. Ach Junge, ich könnte kurze. Ich entschuldige mich schon mal für die, dass das so geruckelt hat und dass man kaum was gesehen hat, aber das ist leider der PC. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ah, da sind also unsere Begleiter. Hallöchen, Popöchen. Da ist er. Und da segeln wir von der Totenkopfinsel weg. Und was kommt jetzt? Naja, das müssen wir jetzt leider laufen lassen. Ne? Wird geladen. Aha, Piranha Bytes. Jetzt sehen wir nochmal alles da, wo wir waren. Da waren wir ganz am Anfang, ne? Da haben wir schön den Dschungel. Sind wir öfters auch mal, sind wir auch ein, zweimal gestorben. Ja. Da ist die Magierinsel auch noch. Da, wo die Pylonen waren. Wo der. Wie heißt denn die jetzt nochmal? Leviathan war. Da war die Mine von den Gnomen. Wo wir ein bisschen für Ordnung, Recht und Ordnung gesorgt haben. Das ist auf Kila. Kila hier und Kila da. Da sind wir wieder auf der Magierinsel. Das war der erste Pylon, den wir gesehen haben. Oder war das der zweite? Ne, ich glaube, der erste war das. Am Hafen. Das ist die Magierfestung. Und die bis zum Schluss uns treu geblieben ist. Da ist Antigua. Mit dem Captain. Wie auch immer, jetzt weiß ich jetzt gerade nicht. Das war das Bauernhaus. Da haben wir, glaube ich, gar keine Quest gemacht, oder doch? Ich weiß es nicht. Ja, kurz. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Das ist wieder der Dschungel. Ja, ich denke mal, dann sind wir ja soweit durch hier. Und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt, DLCs, wollt nochmal die Inseln sehen, nochmal von meinem Channel aus, dann, ja, dann schreibt das einfach mal in den Kommentare. Hat's euch gefallen, die ganze Serie, die 90 Folgen, glaube ich, ja, 90 Folgen, die wir zusammen durchgeschwitzt haben, auch wenn wir manchmal ein bisschen verzweifelt sind, zum Beispiel bei dem Schiff. Bei Magolot ging ja ganz einfach, ne? Ja, auf Kila. Ich glaube, das ist ja die Krabbenküste. Ne, das ist noch mal immer Kila. Ja, aber dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Projekt. Oder ich hab ja noch ein paar andere Let's Plays. Zum Beispiel Pokémon, Minecraft.
Minecraft, was haben wir noch? Pokémon, Minecraft und WoW. Da vielleicht kommt dann noch was, wenn die alle ausgelaufen sind. Mal gucken. Und was uns das nächste vor die Flinte läuft, was wir dann durchspielen wollen. Ja, und dann wünsche ich euch ja erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Bis demnächst.